ganz wichtig ist, ja, die Hand drüber und das Bein. Ich weiß, das ist sehr schwierig, hört sich, also ich schaffe es auch noch nicht ganz, ja, dass das Bein wirklich die Ferse sollte direkt hier mit dem Schultergürtel eigentlich abschließen. Ja, also dass das Schienbein quer so drüber geht. Seht ihr, bei mir auch nicht wirklich. Ja, aber das wäre halt dann optimal. Ja. Zusammen, zack, und dann. Dann ist immer wichtig, dehnen, stretchen, gelenkig sein. Das ist im Judo sehr, sehr wichtig. Genau, umso mehr wir gedehnt sind, umso leichter gehen diese Techniken, oder? Ihr kommt es aber nicht so leicht rein. So, das ist nicht so wichtig. Folgendes. Auch eine gute Technik, also zum Beispiel aus dem. Sind die Abwehr einfach raus? Oder wenn ihr einfach so auf den Gegner seid, das habe ich also öfter schon gehabt. Ich komme halt nicht ganz rein, kriege die Hand nicht ganz rüber, habe ihn aber so fixiert. Ja. Was versucht der Gegner? Versucht zum Beispiel, dass er die Hand unten durchbekommt oder hier unten durch. Oder das kann ich selbst provozieren, dass ich einfach den Fuß, also ich nehme seinen, bleib einfach mal nochmal, ich nehme seinen Kopf in die Höhe, gebe diesen Fuß hinunter, die Hand ziehe ich wieder hoch, da ziehe ich weiter, ups, drauf. Lass mich rüberfallen, kann hebeln oder dieselbe Technik eben wieder wie vorhin. Tu die Hand wieder hinüber, zieh ihn dran. Genau dasselbe wie das Senkaku, andere Situation, wie man es noch einsetzen könnte. Eben drauf, noch einmal. Den Kopf zieht man hoch, schnell drüber, ganz tief eben hinein. Schaut, dass das da wieder abschließt. Hier oben die Ferse, die ist dann meistens schon sehr schön. Die Hand. Hinüber, drauf, umfallen lassen, hinziehen. Drücken.